Heilbronn, eine Großstadt mit über 120.000 Einwohnern, die nicht ans Fernverkehrsnetz angeschlossen ist. Der Regionalverkehr bedient fast ausschließlich den Heilbronner Hauptbahnhof, der den zentralen Verkehrsknotenpunkt der Großstadt darstellt. In diesem Film erfahrt ihr unter anderem viel Interessantes über den Hauptbahnhof und den dortigen Zugverkehr. Die Stadt, die erstmals im Jahr 741 erwähnt wurde, zählt heute über 120.000 Einwohner. Durch einen schweren Luftangriff der Alliierten am 4. Dezember 1944 wurden rund 62% des Stadtgebietes zerstört. Besonders die Altstadt wurde schwer getroffen. Rund 6.500 Menschen kamen bei dem Luftangriff ums Leben. Wegen diesem und weiteren Luftangriffen im Zweiten Weltkrieg findet man in Heilbronn wenige historische Gebäude. Die Kilianskirche, die im Zentrum der Innenstadt steht, wurde genauso wie das historische Rathaus nach dem Krieg wieder aufgebaut. Die Stadt ist auch als Käthchenstadt bekannt, da die Hauptperson des Dramas, das Käthchen von Heilbronn, wie der Name schon sagt, aus Heilbronn kam. Das bekannte Käthchenhaus am Marktplatz war aber weder Wohnort der fiktiven Figur aus dem Schauspiel, noch lebte dort eines der vermuteten historischen Vorbilder für die Figur aus dem Drama. Heilbronn wird vom Neckar, dem Kanalhafen und dem Wilhelmskanal, der 1821 für die Neckarschifffahrt eröffnet wurde, durchflossen. Der Heilbronner Hafen ist der achtgrößte deutsche Binnenhafen. Dort werden jährlich etwa 4 Millionen Tonnen Güter umgeschlagen. Hier liegt auch ein ca. 18 Kilometer langes Schienennetz, das auch heute noch genutzt wird und vom Heilbronner Rangierbahnhof aus bedient wird. Auf der Insel zwischen dem Neckarkanal und dem alten Neckar liegt der Hauptbahnhof, während der Rangierbahnhof westlich des Neckarkanals liegt. Traurige Berühmtheit erlangte die Stadt am 25. April 2007, als die 22-jährige Polizistin Michelle Kiesewetter von rechtsextremen Tätern unweit des Hauptbahnhofes erschossen wurde. Heute erinnert eine Gedenktafel an den sogenannten Polizistenmord von Heilbronn. Zunächst wurde zwischen 1844 und 1848 eine Strecke von Stuttgart nach Heilbronn gebaut, die 1869 schließlich bis Osterburgen verlängert wurde. Dort besteht seither Anschluss an die Badische Odenwaldbahn weiter nach Würzburg. Diese gesamte Strecke wird heute als Frankenbahn bezeichnet. Schon 1862 wurde die Hohenlohebahn bis nach Schwäbisch Hall eröffnet. 1867 führte diese schließlich bis nach Crailsheim. Zwei Jahre später, also 1869, wurde dann im Bahnhof Friedrichshall-Jagstfeld die Elsenstalbahn angeschlossen, sodass es nun einen direkten Schienenweg von Heilbronn nach Heidelberg oder Mannheim gab. Fast 10 Jahre später, im Jahr 1878, ging dann die Kraichgaubahn nach Eppingen in Betrieb, die ein Jahr später schon bis Karlsruhe führte.
Diese späte Eröffnung rührte daher, dass diese Bahnstrecke sowohl durch badisches als auch durch württembergisches Gebiet führt. Daher musste für den Bau erst ein Staatsvertrag abgeschlossen werden, mit dem auch der Bau der Bahnstrecke von Bad Friedrichshall durch das Neckartal nach Heidelberg geregelt wurde. Dadurch konnte diese dann auch im Jahr 1879 als flachere Alternative zur Strecke über Sinsheim in Betrieb gehen. Als letzte Bahnstrecke, die Heilbronn erreicht, ging im Jahr 1900 eine Schmalspurbahn mit 750 mm Spurweite aus Beilstein in Betrieb, die im weiteren Verlauf von Beilstein nach Marbach schon 1894 in Betrieb ging. Die sogenannte Bottwarbahn war die längste Schmalspurstrecke in Württemberg und hatte bis nach dem Zweiten Weltkrieg ein hohes Verkehrsaufkommen. Der nördliche Streckenabschnitt zwischen Heilbronn Süd und Thalheim war von Anfang an als Dreischienengleis ausgeführt. Auch deshalb blieben Teile des normalspurigen Abschnitts bis in das Jahr 2000 zur Bedienung von Anschlüssen in Betrieb. Er fiel dann aber den Bauarbeiten für die Stadtbahn Heilbronn zum Opfer. Der Personenverkehr auf dem Schmalspurabschnitt wurde schon 1966 stillgelegt, der Güterverkehr 2 Jahre später. Mit der Elektrifizierung der Frankenbahn, die bis 1975 abgeschlossen war, wurde auch der Heilbronner Hauptbahnhof elektrifiziert. Über die Frankenbahn war Heilbronn auch an das Fernverkehrsnetz angeschlossen. Der letzte Fernzug erreichte Heilbronn im Jahr 2001 in Form des Interregio-Rennsteig mit dem Laufweg Stuttgart-Erfurt. Seitdem ist die Großstadt Heilbronn komplett vom Fernverkehrsnetz abgeschnitten. Wenn man den Hauptbahnhof Richtung Stuttgart verlässt, dann sieht man, nachdem man den Neckar überquert hat, den Rangierbahnhof von Heilbronn. Hinter dem Rangierbahnhof und somit zwischen den Bahnstrecken nach Stuttgart und Eppingen liegt auch das ehemalige Bahnbetriebswerk von Heilbronn. Dieses wurde 1893 von den königlich-württembergischen Staatseisenbahnen eröffnet. Im Jahr 2000 wurde es zum Eisenbahnmuseum, in dem heute zahlreiche historische Loks und Wagen eine Heimat gefunden haben. Unter anderem verfügt das Museum über eine Drehscheibe mit denkmalgeschütztem Ringlokschuppen aus dem Jahr 1893. Die historischen Eisenbahnfahrzeuge des Süddeutschen Eisenbahnmuseums Heilbronn, oder kurz SEH, sind öfters in Bad Wendberg zu unterschiedlichsten Anlässen unterwegs. Nördlich des Hauptbahnhofes befindet sich ein kleines Netz von Gleisanschlüssen, da hier neben viel Industrie auch der Neckarhafen von Heilbronn liegt. Dieses Industriegebiet wird ebenfalls von der 2014 in Betrieb gegangenen Stadtbahn Nord durchquert. Näheres zu den verschiedenen Linien erfahrt ihr später. Von Neckarsulm bis zur Haltestelle Heilbronn-Kaufland liegt die Stadtbahnstrecke neben der Frankenbahn. Vom Kaufland an geht es größtenteils auf der Straße Richtung Innenstadt. An der Harmonie trifft die Strecke dann auf die schon 2001 eröffnete Innenstadtstrecke durch die Fußgängerzone zum Hauptbahnhof.
2005 wurde diese Strecke dann nach Heilbronn-Vielpark verlängert, obwohl die Stadtbahn der Linie S4 über die Hohenlohebahn weiter bis nach Öhringen-Kappel fahren. An diesen Stadtbahnstrecken liegen natürlich auch einige Haltestellen, die hier aber nicht näher vorgestellt werden sollen. Die einzige Haltestelle außer dem Hauptbahnhof, die nicht nur von Stadtbahnen angefahren wird, ist Heilbronn-Sülmertor. Hier halten wochentags die Regionalbahn von Stuttgart nach Neckarsulm und teilweise auch weiter, sowie weitere einzelne Zugleistungen. Wochenends halten nur vereinzelt Züge. Diese Station liegt an der Frankenbahn nach Würzburg schon kurz nach dem Hauptbahnhof. Dass es sonst keine Bahnhöfe mehr in Heilbronn gibt, liegt neben der zentralen Lage des Hauptbahnhofes vor allem daran, dass weite Gebiete von Heilbronn natürlich schon durch die Stadtbahn erschlossen sind. Nördlich der Bahnsteige des Hauptbahnhofs befinden sich zahlreiche Abstellmöglichkeiten für Regionalzüge. Unter anderem gibt es hier für die Züge auch eine Waschanlage. Auf den Stumpfgleisen hinter den Bahnsteigen werden oft auch Güterzugloks oder Triebwagen abgestellt. Für die Triebwagen der AVG befindet sich aber südwestlich der Bahnsteige auch eine separate Abstellanlage. Im Jahr 1848 wurde der erste Bahnhof von Heilbronn gebaut, dessen Empfangsgebäude heute noch erhalten ist. Aufgrund von Änderungen in der Streckenführung wurde schon 1873 ein neues Empfangsgebäude gebaut. Im erwähnten Luftangriff von 1944 wurde das Gebäude zerstört, weshalb 1958 das heutige Empfangsgebäude gebaut wurde. An vielen Stellen sieht man den Bahnhof das Alter schon gut an. In diesem Gebäude befindet sich unter anderem ein Zeitschriftenladen, ein Bäcker und ein DB-Reisezentrum. Wenn man die Treppe zur Unterführung geht, findet man links in der Zwischenstufe kostenpflichtige Toiletten. Die Unterführung ist durch Aufzüge barrierefrei ausgebaut, was aufgrund der immer noch 36 cm hohen Bahnsteige relativ nutzlos ist. Momentan finden jedoch Umbaumaßnahmen statt, bei denen unter anderem die Bahnsteige erhöht werden sollen. Zurzeit fahren deshalb von Gleis 1 keine Züge ab, da dort der Bahnsteig zuerst abgerissen wurde. Diese Umbaumaßnahmen sollen bis Ende 2018, also noch vor der 2019 stattfindenden Bundesgartenschau, abgeschlossen sein. Durch die Umbaumaßnahmen kommt es zur Gleisverlegung, da der Regionalexpress von Crailsheim ja nicht an Gleis 1 fahren kann. Der Bahnhof verfügt über 7 Bahnsteiggleise, wovon eines der erwähnte Hausbahnsteig ist, der momentan umgebaut wird. Die Gleise 4 sowie 6 und 7 werden jedoch planmäßig nur von einzelnen Zügen angefahren.
schon erwähnt, ist Heilbronn an das Karlsruher Stadtbahnnetz angeschlossen. Vom Bahnhofsvorplatz fährt zum einen die S4 Richtung Karlsruhe bzw. Öhringen und zum anderen die auf dem Bahnhofsvorplatz endenden Linien S41 aus Mosbach und S42 aus Sinsheim ab. Mehr zu diesen Linien erfahrt ihr in einer Dokumentation auf dem YouTube-Kanal Baureihe 2002. Der Bahnhofsvorplatz, der seit 2013 Heilbronn Hauptbahnhof Willy-Brandt-Platz heißt, wird an der Bushaltestelle, die neben der für die Stadtbahn liegt, von Stadtbussen und Regionalbussen angefahren. Die Stadtbusse fahren unter anderem in die Stadtteile Sontheim, Böckingen, Neckargattach und Kirchhausen, während die Regionalbusse unter anderem nach Untergruppenbach, Ilsfeld oder Brackenheim fahren. Neben den Abstellgleisen der Stadtbahn befindet sich eine weitere Bushaltestelle, von wo Fernbusse abfahren. Im Jahr 2003 schloss das Land Baden-Württemberg mit der Deutschen Bahn den sogenannten Großen Verkehrsvertrag ab. Dieser umfasste jährlich etwa 39 Millionen Zugkilometer und lief bis zum 30. September 2016. Dieser Verkehrsvertrag erlaubte auf vielen Strecken in Baden-Württemberg auch den Einsatz der über 40 Jahre alten N-Wagen. Unter anderem kamen sie auf Linien zum Einsatz, die Heilbronn erreichten, weshalb im Folgenden auch die Entwicklung vor allem des Fahrzeugeinsatzes im Regionalverkehr aufgezeigt werden soll, der zwischen September 2016 und Anfang 2017 stattfand. Diese Entwicklung fand statt, da wegen der neuen Übergangsverträge, durch die der Nahverkehr auf den meisten Strecken in Baden-Württemberg momentan geregelt ist, unter anderem die N-Wagen größtenteils durch Dostos ersetzt wurden. Mehr dazu erfahrt ihr nun bei den jeweiligen Zugleistungen. Die einzige Zugleistung mit überregionaler Bedeutung, die Heilbronn anfährt, ist der Regionalexpress Stuttgart-Würzburg. Er fährt größtenteils im 2-Stunden-Takt, somit hält der Zug Richtung Stuttgart meist in der geraden Stunde zur Minute 12 in Heilbronn. Der Gegenzug nach Würzburg fährt in der darauffolgenden Stunde meist zur Minute 45 ab. Zum Einsatz kam er auf dieser Linie bis zum Auslaufen des großen Verkehrsvertrages Ende September 2016. Unter der Woche Wendezuggarnituren aus N-Wagen und E-Loks der Baureihen 143 und 111. Besonders war auch der damalige Einsatz von Karlsruher Steuerwagen. Wochenends hingegen fuhren moderne Doppelstockwagen mit 146er E-Loks. All diese Fahrzeuge sind in Stuttgart oder Ulm beheimatet.
Zunächst wurden die Karlsruher Köpfe durch freigewordene Wittenberger Steuerwagen ersetzt. Bis zum Fahrplanwechsel im Jahr 2016 die Innenwagen auf dem Regionalexpress Stuttgart-Würzburg dann komplett durch Doppelstockwagen ersetzt wurden. Meist werden diese heute von Loks der Baureihe 111 befördert. Mittlerweile kommen aber auch teilweise neu ausgelieferte Drehsturmloks von Bombardier, die sogenannte Trax 3 oder Baureihe 147, zum Einsatz. Da der Regionalexpress Richtung Stuttgart nur noch in Bietigheim-Bissingen und Ludwigsburg hält, benötigt er für die Fahrt in die schwäbische Landeshauptstadt nur etwa 40 Minuten. Nach Würzburg in Franken benötigt der Zug trotz weniger Zwischenhalte etwa 1 Stunde und 20 Minuten, was in der kurvenreichen Streckenführung begründet liegt. Die Abfahrt der Züge erfolgt in Richtung Stuttgart von Gleis 5 und in Richtung Würzburg von Gleis 3. Eine separate mehrteilige Dokumentation zu diesem Zug gibt es auf den YouTube-Kanälen Zug 2013 und der Stuttgarter 84. Eine weitere Regionalexpressleistung stellt der RE Heilbronn-Mannheim dar, der in der einen Stunde über Sinsheim und Meckesheim und in der anderen über Mosbach-Neckar-Elz fährt. Zum Einsatz kommen hier größtenteils Elektrotriebwagen der Baureihe 425 des BW Ludwigshafen. Im Vergleich zu vielen 425ern, die auf dem Netz der S-Bahn Rhein-Neckar zum Einsatz kommen, sind sie unmodernisiert. Das Reiseerlebnis in diesen Zügen entspricht unter anderem aufgrund der unbequemen Sitze vielmehr dem einer S-Bahn als dem eines Regionalexpress, mit dem man auch mal Fahrten, die länger als eine Stunde dauern, zurücklegen will. Denn die Fahrt von Heilbronn nach Mannheim, egal ob über Neckar-Elz oder Sinsheim, dauert etwa 1 Stunde und 20 Minuten. Nach Mosbach-Neckar-Elz oder Bad Rabenau sind es etwa 25 Minuten, nach Sinsheim etwa 40 und nach Heidelberg dauert es etwa 1 Stunde. Auf dieser Linie, die Heilbronn kurz nach der vollen Stunde verlässt, kommen aber auch im Jahr 2017 noch teilweise N-Wagen-Garnituren bespannt mit einer E-Lok der Baureihe 111 des BW Ludwigshafen zum Einsatz. Mit Auslaufen des großen Verkehrsvertrages fiel ein Teil dieser N-Wagen-Leistungen sowie die Durchbindung einiger Regionalexpress-Züge weiter nach Stuttgart zwar weg, unter anderem der Regionalexpress 12311, der um 17.51 Uhr in Heilbronn ankommt, wird aber momentan von Montag bis Freitag noch immer lokbespannt gefahren. Nachdem die Fahrgäste ausgestiegen sind, wird die Garnitur in die Abstellung rangiert.
Am nächsten Morgen geht es dann zunächst als Regionalbahn nach Bietigheim-Bissingen und von dort aus dann wieder als Regionalexpress 12054 über Neckarelz nach Mannheim. Bis auf einige Ausnahmen fahren diese Regionalexpresszüge von Gleis 3 ab. Der Regionalexpress von Heilbronn nach Crailsheim stellt eine Verbindung in der Region Hohenlohe mit den Städten Öhringen, Schwäbisch Hall und Crailsheim dar. Da die Strecke zwischen Öhringen und Schwäbisch Hall-Hessenthal nicht elektrifiziert ist, kommen hier meist Dieseltriebwagen der Baureihe 628 zum Einsatz. Teilweise sind dies sogar noch solche der Baureihe 628.2, die zwischen 1986 und 89 gebaut wurden. Diese Triebwagen gehören der Westfrankenbahn, einem sogenannten Regionetz. Dieses erbringt Nahverkehrsleistung, ist aber auch für die Instandhaltung der Schieneninfrastruktur verantwortlich, wobei die Hohenlohebahn, die der Regionalexpress auf ganzer Länge befährt, nicht von der Westfrankenbahn, sondern direkt von DB Netz instand gehalten wird. Auf dem Regionalexpress kommen seltener auch Dieseltriebwagen der moderneren Baureihe 642 zum Einsatz. Die Abfahrt der Züge erfolgt meistens zur Minute 5 von Gleis 1, an dem sie kurz vor der vollen Stunde ankommen. Wochenends erfolgt die Abfahrt 2 Minuten früher, da dann zusätzlich am Freilichtmuseum in Wackershofen gehalten wird. Die Fahrtdauer nach Öhringen beträgt etwa 20 Minuten, nach Schwäbisch Hall-Hessenthal dauert es 54 Minuten, während der Endbahnhof Crailsheim 1,25 Stunden von Heilbronn entfernt liegt. Der Regionalexpress fährt Heilbronn, da er nur im 2-Stunden-Takt fährt, immer zur geraden Stunde an. Die einzige Regionalbahn, die Heilbronn anfährt, ist die Regionalbahn von Stuttgart nach Heilbronn, die teilweise auch weiter nach Neckarsulm, Bad Friedrichshall, Osterburgen oder Lauda fährt. Die in Heilbronn endenden Züge fahren unter der Woche im Stundentakt und erreichen Heilbronn meistens 1 Minute nach der vollen Stunde an Gleis 2.
nachdem die Garnitur in ein Abstellgleis Richtung Neckarsulm gefahren ist. Fährt sie um die Minute 56 an Gleis 5 nach Stuttgart wieder ab. Zum Einsatz kamen hier bis Ende September 2016 Garnituren aus N-Wagen und E-Lok der Baureihe 143, teils auch mit Karlsruher Steuerwagen. Seitdem kommen hier größtenteils alte DR-Doppelstockwagen zum Einsatz, planmäßig mit E-Loks der Baureihen 112 und 114. Bei diesen Wagen wurden vor ihrem Einsatz in Stuttgart nur die Sitzpolster ausgetauscht. Teilweise kommen ja auch noch E-Loks der Baureihe 143 vor den Dostos zum Einsatz. Aber auch Garnituren aus N-Wagen bespannt mit 111er oder 147er Lok sind hier unterwegs. Bevor man hier auf die E-Loks der Baureihe 147 zurückgreifen konnte, musste man aufgrund von Lokmangel auch von MRC angemietete E-Loks der Baureihe 185 vor den Wagen einsetzen. Die Fahrzeit nach Bietigheim-Bissingen beträgt hier etwa 20 Minuten. Nach Stuttgart dauert es etwa 75 Minuten, also nur etwa 5 Minuten mehr als für den Regionalexpress von Würzburg. Wochenends fährt diese Regionalbahn nur im 2-Stunden-Takt, wobei sie dann nur zu der Stunde fährt, wo kein RE von Würzburg nach Stuttgart fährt. Ergänzt wird diese Regionalbahn durch eine weitere RB, die zwischen Stuttgart und Neckarsulm im Stundentakt fährt. Und das die ganze Woche über. Teilweise fahren die Züge weiter nach Bad Friedrichshall, Osterburgen oder Lauda. Die Abfahrt der Züge nach Stuttgart erfolgt hier meist zur Minute 26 von Gleis 5, der in Richtung der Neckarsulm zur Minute 30. Bis Ende September 2016 führen hier moderne Doppelstockwagen mit 146er E-Loks, die auch ab Stuttgart weiter als Regionalexpress nach Ulm durchgebunden waren. Da diese Loks und Wagen zum Auslaufen des großen Verkehrsvertrages anderswo benötigt wurden,
kamen hier kurzzeitig Elfer mit N-Wagen zum Einsatz. Der Einsatz dieser Garnituren endete aber bis zum Fahrplanwechsel im Dezember 2016. Seither kommen hier, wie auf der Regionalbahn Stuttgart-Heilbronn, die Erdostos mit 12ern oder 14ern zum Einsatz. Im Unterschied zu den Regionalbahnen, die in Heilbronn enden, halten sie zusätzlich in Northeim. Neben diesen regelmäßig verkehrenden Zugleistungen gibt es noch einzelne Zugleistungen, von denen ich euch nun ein paar vorstelle. Zum einen gibt es ein Interregio-Express-Zugpaar, das zwischen Heilbronn und Stuttgart ohne Halt verkehrt, zwischen Heilbronn und Osterburgen aber überall hält. Die Abfahrt nach Stuttgart erfolgt um 7.12 Uhr, die nach Osterburgen um 17.10 Uhr. Ebenfalls gibt es auf dem Regionalexpress Stuttgart-Würzburg auch einen Zug um 18.42 Uhr nach Würzburg, der zwischen Stuttgart und Heilbronn ebenfalls ohne Halt fährt, während die Gegenzüge ab 21.08 bis 23.09 Uhr zwischen Heilbronn und Stuttgart die Halte anfahren, die sonst die Regionalbahn Heilbronn-Stuttgart anfährt. Außerdem gibt es noch ein Regionalexpress-Zugpaar von Heilbronn nach Oerringen-Kappel, das mit E-Lok der Baureihe 111 und N-Wagen gefahren wird. Der Zug fährt um 5.46 Uhr in Heilbronn ab und fährt über Weinsberg und Oerringen Hauptbahnhof nach Oerringen-Kappel. Auf der Rückfahrt hält er zusätzlich in Bretzfeld und Wilsbach und kommt dann um 7.18 Uhr in Heilbronn wieder an. Heilbronn wird von relativ vielen Güterzügen durchfahren, die vor allem von der Frankenbahn aus Köln-Westheim oder von der Neckartalbahn aus Richtung Mannheim kommen. Im erwähnten Rangierbahnhof werden auch Züge auseinandergenommen und neu gebildet. Die meisten Wagen kommen von Audi Neckarsulm oder vom Kanalhafen. Die Rangierfahrten vom Rangierbahnhof dorthin können vom Hauptbahnhof aus beobachtet werden. Außerdem wird von Heilbronn aus ein Verpackungshersteller in Oerringen mit einer Rangierlok bedient.
Ab 2019 soll der Regionalexpress Stuttgart-Würzburg immer stündlich mit 943 Triebzügen gefahren werden. Betreiber ist die Go Ahead Verkehrsgesellschaft. Die Regionalbahn von Stuttgart nach Heilbronn soll in Zukunft einmal pro Stunde weiter nach Mannheim fahren, jeweils in der einen Stunde über Neckarelz und in der anderen über Sinsheim. Ebenfalls stündlich fährt eine Regionalbahn von Heilbronn aus weiter nach Osterbrücken. Der Regionalexpress nach Crailsheim soll 2019 weiterhin von der Westfrankenbahn betrieben werden. Die bisher in Öhringen endenden Regionalbahnen ans Schwäbische Hessental sollen aber künftig ebenfalls weiter bis nach Heilbronn Hauptbahnhof fahren, womit dann ein Stundentakt von Heilbronn bis Schwäbische Hessental besteht. Nach Planungen von DB Fernverkehr soll Heilbronn ab 2028 wieder einen Fernverkehrsanschluss erhalten, und zwar durch die zweistündige Intercity-Linie von Tübingen über Stuttgart, Heilbronn und Würzburg nach Bamberg. Zum Einsatz sollen hier neue IC2-Garnituren kommen. Das war dann auch schon meine Dokumentation über den Heilbronner Hauptbahnhof. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Über Verbesserungsvorschläge würde ich mich sehr freuen. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.